Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, zu Diablo 1, der GOG AD-Version. Ja, wir sind leider am Ende der letzten Aufnahmesession mal kurz gestorben, weil diese Deathwings ja doch mehr Schaden raushauen können, als man erwartet. Und man sie da vor allem auch noch so schlecht trifft. So, das heißt, wir haben ein bisschen was zum Nachholen hier. Erstmal die hier loswerden. Potion of Healing einsacken, ist immer gut. Oh, ein Level Up auch. Höhere Treffergenauigkeit ist immer gut. So, die Rendenviecher. Hier drin ist sonst nichts, oder? Nein. Ah, Pech gehabt. Du lebst aber noch auf jeden Fall. Ah, mehr Gold. Mehr Gold ist immer schön. Da war nichts drin, schade. Ja, und da wir letztes Mal halt so böse draufgegangen sind, passen wir lieber ein bisschen besser auf, oder? War praktisch. Stone Curse Book. Ah, warum nicht? Und ja, man sieht, sie machen Aua. Und ich glaube, das heißt die Gruppe, an die wir draufgegangen sind. Kommt her zu mir. Ihr müsst eh über den Engpass fliegen, sonst kommt ihr nicht an mich ran. So. Ja, ist doch schon viel besser. Also auch mehr. Wir sind übrigens auch schon auf Level 11, was krass ist, wie schnell wir hier vorankommen. Das heißt, wir kommen bald in das letzte Gebiet, in die Pseudo-Hölle. So, haben wir hier alles oder haben wir hier unten noch Gegner? Ja. Stehen gelassen haben. Sehe dich wirklich danach aus. Ja, wir brauchen auch immer noch das Hirn für Pepin, den Heiler. Ich habe leider nicht mehr in Erinnerung. Ich glaube, das war wirklich auf Ebene 12 dann. Ja, weil mit Ebene 13 sehen wir. Soweit halt fertig aus. Hier sind halt riesige Lavaseen, die nicht angezeigt werden, was ein bisschen praktisch ist.
Aber ja. Gut, wir sind noch gut versorgt. Den Longbow brauchen wir jetzt nicht identifizieren, der ist eh schlechter als unserer. Binding of the Free. Ah, neuer Story-Fetzen. Okay. Oh, Sukubi. Ja. Okay, da war auch ein Succubus-Boss. Zum Glück scheinen wir hier an einer Stelle zu sein, wo ihre Schüsse abprallen. Also an dieser Stelle leider nicht mehr. Okay, aua. Ja, Säurespucker wieder. Die Guardian Scroll. Mhm. Die Viecher können zum Glück keine Türen öffnen. Wenn zurück nur intelligente Gegner mit zwei Händen. Okay, das heißt, wir haben hier relativ Ruhe. So it came to be that the three prime evils were banished in spirit form to the mortal realm, and after sowing chaos across the east for decades, they were hunted down by the cursed order of the mortal Haradrim. The Haradrim used artifacts called soul stones to contain the essence of Mephisto, the Lord of Hatred, and his brother Baal, the Lord of Destruction. The youngest brother, Diablo, the Lord of Terror, escaped to the west. Eventually, the Haradrim captured Diablo within a soul stone as well and buried him under an ancient forgotten cathedral. There, the Lord of Terror sleeps and awaits the time of his rebirth. Know ye that he will seek a body of youth and power to possess, one that is innocent and easily controlled. He will then arise to free his brothers and once more fan the flames of the Sin War. Also ja, Zusammenfassung. Diablo und seine Brüder Mephisto und Baal wurden verbannt und haben angefangen, auf der sterblichen Welt in den östlichen Ländern ziemlich viel kaputt zu machen. Schon Level 13, okay. Nerviges Viehzeug. Ja, ich kann euch mal ganz kurz einen Einblick auf die Hölle geben. I must be getting close. Ja, willkommen in der Hölle. Und wir sagen Tschüss zur Hölle. Das Erste, weil wir haben noch dieses Gebiet hier zum Erkunden. Da waren zwei Barrels versteckt. Ach, Herr Jemini. Das ist viel, viel Zeug und viel Geschoss. Cave Vipers, die sind nicht so viel zu nennen.
nett. Ja, man hat gemerkt, hier geht's schön spannend zu. Vor allem guckt euch das die Geschosssalven an. So. Ja, hier unten droppen immer noch Wags. Was sehr schön ist, eigentlich nicht. Genau, bleibt das stehen, wo ich euch abballern kann. Ein Elixier der Vitalität. Das nehme ich gern mit. Sobald ich ankomme. So ein zusätzlicher Vitality-Punkt. Okay, du hast was gedroppt, aber nichts Besonderes. Ach, da. Ja, das erhöht meine Vitalität um 1. Wow, da sind noch mehr Zombie. Wow, okay. Na, ich treffe sie von hier aus nicht. Ja, Pattsituation. Oh, sehr schön. Da war ein Level Up, das wir gut gebrauchen konnten. So. Noch mehr Dexterity. Ja, unsere Dexterity sollte 100 erreichen. Das wäre am besten. Wow. Morgen Tag kommt noch mehr Viehzeug auf uns zu. Ja, die hatte keinen Bock auf uns. Ja, erstmal hier fertig umgucken. Hier ist nichts mehr mit. Succubus. Ach ja, wenn ihr das schon toll findet. Not enough mana. Freut euch, es wird noch besser. Stehe nicht gut. I have no room. Nova-Stab. Zurück in die Stadt. Erstmal das God of Town Portal hier aufheben.
So, eine Potion of Healing. Dann erstmal identifizieren. Hello, my friend. Stay a while and listen. So. Well, what can I do for you? So, Schwert weg, das weg, das weg. Was hast du so Items? Ah, eine Mail. Die hätte ein bisschen mehr Armor als das hier und hätte 11 auf alle Attribute. Aber ich hätte die Fastest Hit with Cavalry. Das wäre schlecht. Damage from Enemies, also. Bow of Power bringt mir auch nichts und Armor of Thieves erst recht nicht. Gut, das heißt. Erstmal das Geld hier loswerden. Dann haben wir hier noch Rollen und so für Adria. I sense a soul in search of answers. Firewall Staff, Guardian. Staff of Nova und Scroll of Lightning können weg. Hol Mana Potion her. So, und damit sind wir auch mal wieder leer. Eines Board of Town Portal haben wir hier noch rumliegen. Okay. Was ist hier oben drin? Viel Zeug. Ja, ihr seht, Ouchies. Not enough mana. So, noch mehr von denen. Oh je. Ja, ich wünschte, ich könnte dieses Okubi besser zusammenzucken lassen. Book of Guardian. Bringt uns nur leider nicht viel. Ist das hier ein abgeschlossener Raum oder geht's einmal rum? Sieht aus, als würde es einmal rumgehen. Wow, das war knapp.
Hier. Ach, das ist die Tür, aber war hier was? Ja, hier. Also ja, immer schön mal regelmäßig speichern. Und da ist es schon.